Hallo und herzlich willkommen zur Bosch-Pressekonferenz hier auf der IFA. Geachtet, dass es gut zu den aktuellen Küchentrends passt. Die neuen Geräte sehen aber nicht nur stilvoll aus, sondern sind dank des komfortablen Touch-Displays auch besonders einfach zu bedienen. Denn sie verfügt über eine smarte Gerichtserkennung. Mithilfe von künstlicher Intelligenz und einer integrierten Kamera unsere Geräte bewerten. Frisch gebackene Croissants aus dem Backofen der Serie 8, perfekt zubereitet. AI zieht immer mehr in unsere Produkte ein. Als Beispiel unser neuer Backofen der Serie 8 mit einer Gerichtserkennung. Der Kunde muss also lediglich, so wie in der Pressekonferenz gerade vorhin vorgestellt, die Croissants in den Ofen schieben. Der Backofen erkennt automatisch, aha, es sind Croissants und stellt die richtige Beheizungsart, Zubereitungsdauer und sogar noch den individuell gewählten Bräunungsgrad ein. Green Collection aus der Serie 6 und 8 über die beste Energieeffizienzklasse A. 39 Dezibel und sind damit auch extrem leise. Also Sie sehen, Qualität und Komfort, das ist bei Bosch ganz wichtig, denn Sie sollen sich ja natürlich auch zu Hause wohlfühlen. Und deswegen freut uns das. Eine der großen Herausforderungen, wie gerade schon genannt, ist der Neubau, also das Küchengeschäft weiter zu beleben und dort weiter für Impulse zu sorgen. Und eine weitere Challenge ist natürlich immer, unsere Geräte noch effizienter zu machen und noch umweltfreundlicher. Hier im Hintergrund das Bild mit dem CO2-reduzierten Kühlschrank. Wir sind heute bei 50% Reduzierung im Vergleich zu Standardmodellen, aber da ist natürlich noch nicht Schluss, da geht noch mehr. Das wird die Herausforderung für die nächsten Jahre. Und auch die Verpackung ist umweltfreundlich. Wir versenden unsere Geräte der Green Collection. Wir haben die besten Energieeffizienzklassen A und B. Und noch besser, unser freistehender No-Frost-Kühl-Gefrier-Kombination ist sogar 10% sparsamer als die beste Energieeffizienzklasse A. Die Waschmaschinen sind besonders sparsam und unterschreiten durch den geringen Energieverbrauch die beste Energieeffizienzklasse A um 20%. Bis zu 60.000 Handtüchern im Dauertest. Das entspricht einem Stapelturm von ungefähr 1.000 Metern, was fast dreimal so hoch ist wie der Berliner Fernsehturm.